Eine halbe Tonne Sprengstoff aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese englische Fliegerbombe sorgte heute für ordentlich Wirbel in der Überseestadt und im Stefani-Quartier. Das Kriegsgerät war bei Bauarbeiten gefunden worden. Für den Sprengmeister der Polizei eine ernste Angelegenheit. Das ist ganz, ganz problematisch, weil wir im Moment noch nicht wissen, haben wir einen ganz normalen Aufschlagzünder oder haben wir gegebenenfalls einen sogenannten Langzeitzünder, der auch unsere Kameraden damals in Göttingen in den Tod gerissen hat. Und da sind wir immer sehr respektvoll mit so einem Fund und müssen dann eben auch wirklich erst genau sehen, was haben wir vor uns. In einem Radius von 400 Metern rund um den Fundort mussten alle Häuser evakuiert werden. Außerdem galt ein weiterer Sicherheitsradius von 700 Metern. Dort war luftschutzmäßiges Verhalten vorgeschrieben. Doch was ist das eigentlich? Jeder sagt was anderes. Der eine sagt, du musst raus, der andere sagt, du kannst hier bleiben. Ja, was mache ich jetzt? Sagen Sie mir das. Kann ich Ihnen sagen. Fenster auf, ins Haus rein und nur in die Räume zur Bombe abgewandt. Ja, danke schön. Das gesamte Gebiet wurde abgesperrt. Viele Passanten verstanden die Welt nicht mehr. Und die Polizei hatte einiges zu erklären. Landwehrstraße ist zur Hansastraße und da sollten Sie wieder in den Bereich der Überseestadt reinkommen. Auch wer mit dem Auto unterwegs war, musste ordentlich Wartezeit mitbringen. Eine Herausforderung für die Polizei. Das müssen wir alles rausnehmen aus dem Verkehrsfluss. Das dauert seine Zeit und daher ging das nicht so schnell, wie wir es eigentlich gewünscht hätten. Die B75 war zeitweise voll gesperrt. Auch Züge fuhren keine mehr. Kurz vor Sendungsbeginn dauerte die Entschärfung noch an.